Dank, Markus. Bitte schön, Manu. Ich wollte noch dazu sagen, generell ist mir aufgefallen, da seitdem wir jetzt so regelmäßig diese Sitzungen hier haben, dass ich doch irgendwie eine Veränderung bei mir persönlich auch spüre. Also irgendwie fühle ich mich doch sehr viel gelassener und positiver als sonst. Das ist so ein Effekt, über den ich mich sehr freue. Und das wollte ich eigentlich dir nochmal sagen und mich dafür bedanken. Sehr gerne. Bitteschön. Es ist nicht heiße Luft, die wir hier verbreiten. Die sind Fakten aus unserer Perspektive. Funktionen, die tatsächlich und sehr einfach wirken. Und so freut es uns zu hören, dass auch bei dir, Manu, anfangen, diese Methoden zu funktionieren. Allerdings ist dies für uns keine große Überraschung. Hat niemand weiter eine Frage? Dann würde ich noch eine zweite kurz noch hinterher schmeißen, weil es mit dem Thema noch zu tun hat. Ja. Und zwar ja, seit einigen Wochen und speziell in den letzten zwei Tagen passiert mir sehr häufig, dass ich das Gefühl habe, dass mein Kopf sehr geladen ist, voller, also tatsächlich so leichter Druck, sage ich mal, und sehr energiegeladen ist. Und dass ich beim Einschlafen mittlerweile öfter ziemliche Schwierigkeiten habe, weil mein Kopf irgendwie die ganze Zeit halt irgendwie energetisch am Arbeiten ist, habe ich das Gefühl. Wobei ich aber jetzt nicht sagen würde, dass ich jetzt voller Gedanken wäre und deswegen nicht einschlafen kann, sondern irgendwie fühlt sich alles ziemlich geladen an. Und da wollte ich mal fragen, ob ihr euch da irgendwie so ein bisschen reinfühlen könnt, ob da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht gibt es da irgendwas Wissenswertes für mich rauszuholen. Wie wir schon erwähnt haben, mehrere Male, befindet ihr euch tatsächlich auch physisch in einer neuen Region des Weltalls, wenn ihr so wollt. Und hier herrschen tatsächlich andere Regeln, andere Gesetze. So ist es für euren Kopf, der so unglaublich analytisch noch funktioniert und sehr stark den Verstand benutzt, noch sehr schwierig, dies umzuwandeln, sozusagen richtig zu filtern, diese Energien, von denen ihr nun umgeben seid. So ist dieser sehr überladen und es kann dazu führen, eben, dass dadurch auch Druck entsteht und dass ihr Schwierigkeiten habt, ihn sozusagen auszuschalten. Wir empfehlen immer wieder, zur Ruhe zu kommen und euch auch sozusagen ein Nickerchen zu gönnen während des Tages, hier und dort. Und je mehr ihr zur Ruhe kommt, desto schneller kann sich sozusagen euer Wesen anpassen an die neuen Energien. Ihr werdet es nicht schaffen, durch Studieren oder Lernen mit eurem Kopf dies alles zu verstehen und euch anzupassen. Vielmehr geschieht die Anpassung durch das Loslassen und das Installieren sozusagen einer komplett neuen Software. Für den Kopf sozusagen sehr schwierig sein, er versucht festzuhalten an dem Alten, Bekannten. Und so bist du, Manu, nicht der Einzige, der sozusagen etwas Schwierigkeiten empfindet bei dem Übergang von eurem Tagesbewusstsein, Alltagsbewusstsein in das Traumbewusstsein. Dieser Übergang wird immer sozusagen klarer, immer softer, immer weicher, immer besser zu überbrücken. Und so wird der ein oder andere auch
damit beginnen, diesen Übergang ganz bewusst zu gestalten und sozusagen nicht das Bewusstsein zu verlieren. Bei dem Übergang zu einem Schlaf und weiter etwas wach bleiben in diesem Sinne und trotzdem so tief drin zu sein, dass euer physischer Körper komplett regeneriert. Ja, ich war da gestern schon in so einer Situation, wo ich auch wieder gemerkt habe, dass ich nicht so wirklich einschlafen konnte und ab und zu kommt es halt vor, dass ich dann die Schlafparalyse bewusst mitbekomme. Das kommt dann durch einen Brummen im Kopf, sage ich mal, wo ich dann schon genau weiß, alles klar, jetzt beginnt sozusagen die Paralyse. Und es gibt halt Nächte, wo ich dann mich drauf einlasse und ich das zulasse, sage ich mal. Und teilweise gibt es Nächte, wo ich einfach nur schlafen möchte und das eigentlich gar nicht zulassen möchte. Und gestern allerdings dachte ich mir, ich lasse das jetzt mal zu und hatte starke Vibrationen in meinem ganzen Körper gespürt, die bisher am stärksten waren. Also so stark hatte ich es bisher noch nie gehabt. Und begleitet von dem Effekt, dass ich physisch das Gefühl habe, dass ich meinen Körper aus dem Bett bewegt, zur Seite gezogen wird. Das ist jedes Mal so ein Zeiteffekt. Und da wollte ich sowieso mal nachfragen, was ist das aus eurer Perspektive eigentlich genau ist, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Körper sich durchs, also als wenn mein Körper durchs Bett gezogen wird. Das hört dann aber auch irgendwann auf. Aber weiter passiert dann nicht wirklich was. So viel zu deiner Aussage, dass alles nur schwarz und dumpf ist. Anscheinend geschieht ja doch viel mehr schon jetzt. Dieses Phänomen des Herumgezogenwerdens ist das Bewusstwerden über das Phänomen, einen weiteren Körper zu besitzen, der sozusagen sehr stark synchronisiert ist, verbunden ist mit eurem physischen Körper, den ihr nun immer mehr zu spüren, kennenlernt. Und so kann sich dies anfühlen, dass ihr gezogen und gedrückt werdet. Allerdings ist dies lediglich der Vorgang der Entsynchronisierung sozusagen eines eurer vielen Körper, die ihr besitzt, von eurem physischen Körper. Und ihr schafft es nun sozusagen immer mehr, das Bewusstsein in diesem Körper zu halten und sozusagen nicht mehr in eurem physischen Körper zu bleiben, wo es dann alles schwarz und dunkel wird, sondern zu lernen, das Bewusstsein auch in anderen Körpern zu halten. Und dieser Übergang sozusagen der Entsynchronisation und der Synchronisation wird bei euch oft als diese Schlaflähmung bezeichnet. Dies ist allerdings das Bewusstsein von eurem physischen Körper, der tatsächlich sozusagen sich abschaltet und nicht mehr zur Verfügung ist. So seid ihr eventuell noch präsent und wollt euch bewegen, allerdings hat sich euer physischer Körper schon verabschiedet. Ihr müsst davor keine Angst haben, dies ist ein sehr natürlicher Vorgang. Und so könnt ihr immer mehr lernen zu vertrauen, dass dies ein ganz normaler Vorgang ist, den zum Beispiel wir, Jajel, sehr bewusst gestalten. Und so könnt ihr ruhig vertrauen und euch damit anfreunden, mit diesem Phänomen des Verlassens des physischen Körpers. Wie bereits erwähnt, ihr seid multidimensionelle Wesen,
dreidimensionale Wesen. Und dies ist lediglich eine Erinnerung, dass dies tatsächlich so ist. Und dass ihr nicht unbedingt euren physischen Körper verlieren müsst, um andere Erfahrungen machen zu können. Er wird weiterhin für euch verfügbar sein. Und so könnt ihr euch auch wieder synchronisieren mit eurem physischen Körper, sehr bewusst, nachdem ihr etwas woanders unterwegs wart. Und darauf vertrauen, dass alle Funktionen genauso wieder funktionieren, wie auch als ihr ihn verlassen habt. Ihr habt ein wahnsinnig geniales Konstrukt in eurem physischen Körper. Und ihr müsst, wie erwähnt und nochmal verdeutlicht, keine Angst haben, dass bei diesem Vorgang etwas Negatives passiert. Hallo Markus, hier ist der Alex. Hallo Alex! Sei gegrüßt. Ich wollte was teilen für euch und für die ganze Gruppe hier. Was ihr bei Ihnen erzählt habt, also ich kenne das auch dieses Jahr mit diesen Transformationsprozessen oder was auch immer. Also mich hat es im April, Mai so erwischt, dass ich wochenlang nicht zu dem gehen konnte, was wir Arbeit nennen. Also wirklich, ich hatte da schon, also dem Arzt hatte ich halt gesagt Burnout, aber ich hatte schon intuitiv den Eindruck, dass das wirklich was anderes ist. Und danke für eure Erklärung, weil ihr, das hat mir eingeleuchtet, dass diese Transformationsprozesse halt bei jedem anders wirken. Bei dem einen ist der Kopf, bei dem anderen ist die Psyche, beim nächsten ist es der linke Zeh oder was weiß ich, ja. Und was mir vor allem seit dem Treffen auffällt, und da wollte ich mich auch nochmal bedanken, ist, dass ich irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, also ich glaube, meine Intuition, also ich muss sagen, ich bin immer schon ein intuitiver Mensch gewesen, also auch bei logischen Sachen bin ich immer eigentlich mit Intuition angegangen und bin auch gar nicht so schlecht gefahren damit, sage ich mal, aber das hat sich jetzt irgendwie nochmal verstärkt, also irgendwie, also ich glaube, dass ihr das seid, so, also keine Ahnung, so ich stelle eine Frage und habe sofort die Antwort parat, so, also das kenne ich eigentlich gar nicht, sondern eigentlich, dazwischen ist eigentlich noch immer so ein Prozess, so Recherche oder irgendwie, und jetzt sind irgendwie so Antworten da. Und ich wollte auch noch was zu Manu sagen. Mir geht es zurzeit auch so, also mein Innenleben ist zurzeit sehr, sehr schwarz, sehr dumpf, einfach weil zurzeit sehr viele Sachen so im Außen so anliegen, und vielleicht muss man auch das einfach, vielleicht damit auch im Frieden sein, also alles so annehmen, wie es kommt. Habe ich jetzt eine Frage? Nö, ich würde es einfach nochmal sagen, irgendwie, keine Ahnung. Also danke nochmal, dass ich hier mit teilnehmen darf und dass ihr da seid. Das wollte ich mal loswerden. Ne? Die Dankbarkeit liegt ebenso ganz bei uns. Ja, cool. Na gut, eine Frage hätte ich vielleicht noch. Ich hatte ja letztes Mal über... Jetzt ist es zu spät. Gut, okay. Alles klar. Dies war ein Scherz. Sehr gut.